Mein Name ist Tim Höbel, ich bin Produktmanager bei Silo King in Tittmoning und ich möchte Ihnen heute unsere neue Kabine vorstellen. Wir haben hier unsere Armlehne mit einer CAN-Bus-Steuerung. Die Fräse wird hier über einen Multifunktions-Joystick bedient. Wir haben einzelne Knöpfe für die Fräsklappensteuerung und für die Fräse selber. Fräse an, Fräse reversieren. Der Kunde hat die Möglichkeit, sich vorgewählte Drehzahlen einzuspeichern und für verschiedene Arbeitsmodus die Drehzahlen dann auch abzurufen. Alle nötigen Funktionen, die der Landwirt für das Bedienen der Fräse braucht, sind an diesem Joystick. Hier beispielsweise der Knopf für die Fräsklappe auf und dieser Knopf macht die Fräse an. Diese zwei Knöpfe sind für den Landwirt zur Verfügung, um sich individuelle Drehzahlen abzuspeichern. Beispielsweise ein Minimum für die reinen Hoffahrten und ein Maximum für bestimmte Arbeitsmotorleistungen. Zusätzlich ist in den Joystick ein Handerkennungssensor integriert. Sobald die Hand loslässt, schaltet er die Fräse und das Förderband aus. Die weiteren Optionen der Maschine werden über diese Tasten bedient. Beispielsweise haben wir hier das Fahrlicht, die LED-Arbeitsscheinwerfer, die serienmäßig bei den 4.0-Maschinen als LED-Ausführung ausgestattet sind. Hier haben wir die Knöpfe für den Außenspiegel-Rechtseinzug, damit man den Außenspiegel einklappen und wieder ausklappen kann. Dieser Knopf ist für die zweistufige Fahrgeschwindigkeit, die der Fahrer unter Last schalten kann. Okay. Mit diesen Knöpfen steuert der Landwirt den Austrag, Schieber auf, Förderband an, Förderband ausfahren. Er kann sich das Ganze aber auch in einer bestimmten Konfiguration, wie er es haben möchte, abspeichern. Wie ein Vorgewendemanagement, bei Silo King nennen wir es Futtertischmanagement. Er kann dann diesen Knopf drücken und auf Knopfdruck werden alle Funktionen seinen Vorgaben gemäß ausgeführt. Drückt er nochmal drauf, geht das Ganze natürlich wieder rückwärts und beendet den Austragsvorgang.